Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde. Ich begrüße euch wieder mal zu Minecraft. Ja, warum habt ihr sonst das Minecraft, das Minecraft-View angeklickt, wenn ihr nicht Minecraft sehen wolltet? Ja, wir sind nach wie vor in unserer neuen Behausung. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ey, hier sind Hexen. Wieso sind hier Hexen? Ihr verwundert sein, warum Hexen hier sind. So, wir sind... Moment, wo steht Extreme Hills? Heißt das jetzt für uns, dass hier auch Hexen spawnen? Eigentlich nicht. Rein theoretisch dürfte das kein Grund sein, wieso hier die Hexen gespawnt sind. Hm, keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. Aber, nun gut, die Hexen haben uns, hatten uns gerade voll getrollt. So, ich würde jetzt mal hier, spaßenshalber, giftige Kartoffeln haben sie getroppt. Okay, ach nee, die habe ich doch da rausgeknallt gehabt, den einen Tag. Hallo? Ich dachte gerade, hier ist hier irgendwo eine Spinne, aber nein, nein. Die ist gerade hier irgendwo verreckt, gestorben, in unserem Beisein, in unserer unmittelbaren Nähe. Aber anscheinend nicht in Griffreichweite, ja, also so, dass wir sie doch erledigen hätten müssen. So, ich werde jetzt hier den Ausbau noch weiter vorantreiben, also mit Ausbau meine ich halt hier in diesem Falle bloß, ja, halt das hier kurz anpassen, stiltechnisch, also mit, damit meine ich hier bloß die Verkleidung, wie wir sie hier so kennen. Wie der Meld, dass das hier schon im gesamten Gebäude gebaut hat. So. Genau. Also. Das heißt, mit anderen Worten: Zack, 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 zack und zack. So. Hier haben wir jetzt dieses eklige schwarze Loch. Aber das ist natürlich auch ein einfaches für uns, indem wir jetzt ganz einfach das so machen. So. Und dann hier. Das ausfüllen. Wunderbar. Das machen wir natürlich dann auch noch auf der anderen Seite dementsprechend, damit das halt alles symmetrisch ja, angepasst ist. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich Gebäude halt immer ja, Symmetrie, also da habe ich ja sonst immer nicht so den Wert drauf gelegt, weil ich wollte das halt immer natürlich halten. Aber ja, es gibt dann halt auch Ausnahmen. Es gibt halt Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen von den Ausnahmen. So, und das ist halt, ja, wie soll ich das sagen? Passiert. So, mich verwundert es gerade hier bloß ein wenig, dass wir hier das Stöhnen vernehmen. Also mit anderen Worten, dass da vielleicht irgendwo noch Zombies abgammeln, die da nicht sein durften, sollten, sein. Ja, also die da nicht sein sollten. Und das ist natürlich dann auch noch so eine Frage, da müsste man mal gucken. Wie wir da verfahren, ob wir da uns Anti-Zombie holen, also das ist so ein Zombie-Spray, damit wir halt die Zombies aus der Nachbarschaft, ja, kaputt hauen. So, oder wie wir da weiterhin verbleiben. Ich würde jetzt hier einfach das noch alles in diesem Holz-Look erstrahlen lassen, auch hier diese Kante. So, okay. Ja, das passt, das passt, das passt. So, hier darf ich nicht vergessen, die Kohle aus der Wand zu ziehen und hier halt dementsprechend auch noch ein paar Fackeln zu setzen, wie zum Beispiel hier würde ich eine hinsetzen und hier würde ich eine hinsetzen, erst einmal. So, natürlich würde ich dann auch aus den Fackeln dann was Schickeres bauen und zwar dann halt wie so eine Leucht... Kacke. So eine Leuchtdion. Jetzt habe ich mir mein gesamtes Feld kaputt gehauen. Super Sache. Aber sowas passiert, Freunde. Sowas passiert. Ja, was müssen wir machen? Hier fehlt es auch. Also uns fehlt jetzt einmal das und einmal das. Also mit anderen Worten, das Ding müssen wir da hinsetzen und das Ding müssen wir da hinsetzen. Dann passt das. Hier wird alles hergeschwommen. Hergeschwemmt. So, okay, na toll. Jetzt darf das erstmal wieder zu uns hingammeln, hinschwimmen.
Aber deswegen machen wir ja hier auch diese Aufarbeitung, also diese Verschönerungsaktion, damit wir halt das dann alles einheitlich haben und damit uns dann so ein Scheiß nicht passiert. So, natürlich hätte man es auch so lassen können, aber hey, wenn man es hat, dann hat man es. So. Ich frage mich jetzt eh, wieso ich das hier, wieso ich da so einen Stein gesetzt habe und nicht so. Das sieht doch viel besser aus. Verflucht! Schon wieder passiert. Es passiert mir immer wieder. Das kommt gar nicht von alleine. So, in diesem Fall muss ich jetzt mich mal darüber beschweren, wieso haben wir eigentlich Eisenwerkzeug? Das ist doch echt unglaublich. Das ist doch einfach viel zu flink. Viel zu flink. Unglaublich. So. Okay, das Ding habe ich jetzt hier wieder kaputt gemacht. Dann würde ich mal sagen, wir wollen ein Feld... Achso, das sind 56 Plätze. Das ist ja cool. Das sind 56 Kartoffeln, die jetzt hier angepflanzt werden. 56 Kartoffeln, bitteschön. So. 56 Kartoffeln bitte zu mitnehmen. So. Große, mittlere oder kleine. So, so, so. Das sind schnellkochende, ja. Also, oder weichkochend. Was gibt es da für Unterschiede? Weichkochend und hartkochend. So, dann gibt es noch so eine mehligen. Aber das sind die guten Kartoffeln, Freunde. Das sind die guten. Aus denen kann man einen guten Püree machen. Oder Kartoffelbrei oder wo auch ihr mal herkommen mögt. Ihr wisst, was man daraus machen kann. So, ich wäre ihr mal noch darüber froh, wenn wir Karotten hätten, weil dann hätten wir wirklich alles, was es an Wirtschaftsgütern gibt, die man so sich selber erzeugen kann. So. Okay, das passt. Das passt auch, das passt auch. Ja. Also das Ding, ganz logisch, hauen wir auch raus. So. Einmal drauf. Haben wir. Okay. So. Wir müssen gucken. Ich brauche auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Feedback. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier noch eins höher gehen. Ob ich das jetzt so ohne weiteres machen kann? Ja, doch, bestimmt. Ja, können ist eh immer ganz klar. Kann man natürlich machen. Aber wie es ankommt. So, weil ich würde nämlich mal sagen, weil wir ja hier die Treppe haben, könnte man dementsprechend hier auch so eine kleine Treppe andeuten. Und da würde ich doch mal sagen, dass wir hier ein bisschen was an Zeug nochmal reinknallen, das verarbeitet werden kann. So, und hier. Ja, müssen wir nochmal gucken, wie weit wir hier weitergehen. Das klingt ja eigentlich schon ziemlich nach einer Höhle, die sich hier irgendwo versteckt. Ja, hier kommt. Boah, das wäre so geil, Freunde. Das wäre echt so geil, wenn wir hier einen Spawner hätten. Das sieht schon sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben hier einen Spawner, Freunde. Wir haben hier echt einen Spawner direkt neben unserer Hütte. Also, man... Das ist echt unglaublich. Ich kann das jetzt gerade gar nicht beschreiben. Ich habe immer so... Ja, wenn ich irgendwo etwas aufbaue, so ein bisschen durch die Minecraft-Welt laufe und mir so sage, Alter, das sieht ja mal geil aus. Wie diese eine Höhle, die wir unweit von unserer Position hier gefunden haben, wo ich mir dann so sage, Alter, das sieht ja richtig geil aus. Hier baue ich was auf. Dann ist da immer irgendwo so ein Spawner. Aber leider trifft das nicht immer zu.
manchmal bin ich dann auch mit kleinen Sachen abzuspeisen und ja, das ist dann halt wirklich, wenn man dann auf einmal so einen Spawner lokalisiert, dann denkt man so, Alter, geil. Unglaublich. Aber das finde ich echt cool. Cool, dann können wir den Spawner dann uns auch gleich ausheben. Und ja, mit dem Spawner können wir dann halt ein paar kleine lustigen Sachen machen. Aber dass mir der jetzt erst auffällt, das verwundert mich auch ein wenig. Weil wir hätten ja das Ächzen eigentlich schon ein bisschen eher hören müssen. So ein Ächzen in der Nachbarschaft auf jeden Fall, oder? So. Kartoffeln haben wir hier. Also ein Feld könnte man auch bestellen. Halt, Moment, hier haben wir es. 1, 2. Dann würde ich nämlich mal sagen, wir bauen uns nochmal ein weiteres Eisenschwert, das uns beschützen soll. Unser Schützer in der Not. Ja, unser Schützer in der Not soll das werden. So, die Kartoffeln, die können wir jetzt erstmal auf Platz X setzen. Passt das auch? So, uiuiui, warte mal, dann machen wir es so. Okay, dann würde ich nämlich erstmal eine Harakiri-Mission machen, starten. Oder, oh, hier, Mini-Zombie, Minis, sterbt, nein, sie kommen. Incoming! Okay, halt, Moment. So, Zombies sind natürlich jetzt nicht gerade die geilsten Farming-Wesen, muss ich so sagen. Skelette wären mir lieber gewesen, aber ja, ich bin jetzt auch froh überhaupt über einen Spawner, ja. Das in jedem Falle. Weil die Zombies sind ja jetzt, muss man ja auch wissen, ach, die kommen von da! Ihr Luder! Ihr spawnt also hier oben. Ihr Ferkel. Was ist das für einer? Oh mein Gott! Er hat eine leuchtende Schaufel! Eine leuchtende Schaufel! Oh oh. Oh. Hilfe. Puh. Wieso hatte der eine leuchtende Schaufel, Freunde? Also, es hat sich einiges geändert, seitdem ich das letzte Mal wirklich intensivst Minecraft gespielt habe. Also, ich find's auch gut, ja. Das ist nämlich immer was Schönes, wenn man dann halt immer neue Sachverhalte kennenlernt, die man so noch nicht kannte. Ja. Dann guckt man immer so ein bisschen alt aus der Wäsche, aber ey, das ist immer ziemlich nice. So, dann noch zu so einer idyllischen Musik. Ja, okay. Dann kann ich das ja auch gleich mal nutzen, um hier das dementsprechend ein wenig anzupassen. So. Ich mache hier mal so einen breiten Flur. Ja, also. Ich bin halt immer einer, der. Ich werde dann immer so leicht klaustrophob. Deswegen sage ich einfach mal, hey. Dann machen wir uns das hier ein bisschen geräumiger. Ja, geräumiger machen wir uns das einfach mal so. Zack, zack, zack. Und natürlich gehen wir dann hier auch dementsprechend mit der Verkleidung weiter. So. Wunderbar. Ja. Wunderschöne. Ja, wunderschöne Holzbretter. Ja, so muss es sein. So ein paar schöne Holzbretter, du. Und unsere Bratkartoffeln gehen weg wie warme Semmeln. Das ist echt super. Okay, was haben wir hier? Bäm! Okay, wir hätten hier auch einen Dreier machen können. Auch gar kein Problem. Jetzt müssen wir erstmal Mäuschen spielen und sagen, hallo? Hallo? Wie sieht denn jetzt hier aus? Okay, wir müssen jetzt noch so einiges machen. Also zum einen das hier saven, das ist klar. Dass wir jetzt hier keine Probleme bekommen, dass uns irgendjemand oder irgendetwas in den Rücken fällt. Schießt. ETC. So. Okay. Also hier geht es noch weiter. Auch sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Zugang
zu anderen Höhlen und so weiter und so fort. Hier haben wir erstmal unseren Spawn. Das müssen wir hier gleich noch offenlegen, dass wir uns das mal angucken können. So, jetzt möchte ich hier erst nochmal schauen. Ne, hier ist nichts weiter. Gut. Also können wir uns... Ach, dieses kommt von da oben. Okay, da sind die Schneiper. Die Schneiper kommen jetzt um die Ecke. Weg mit dir! So. Super! Geil. Und da ist auch der Spawner. So. Ja, ich setze immer die Fackel auf den Spawner, weil dann gehe ich nicht Gefahr, dass hier irgendwo noch so eine Kreatur nachspawnt. Hoffe ich zumindest. Meistens ist es ja auch so. So, hier haben wir jetzt uns auch die erste Truhe freigelegt. In der Regel sind es eigentlich immer zwei Truhen. Vielleicht haben sie das auch verändert und das Loot aus den zwei Truhen in eine gepackt. So. Ah, ne, da ist die zweite Truhe. Super. Jetzt spielen wir hier einfach mal voll den Archäologen. Den Archäologen. Hallo? Ich mache hier sicherheitshalber nochmal ein paar mehr rum. So, okay. So. Das bietet sich so super an. Schallplatten. Geil. Ich bin ein sehr großer Freund davon. Namensschild. Schallplatten. Goldener Apfel. Geil. Also wir haben eine echt krasse Ausbeute. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man da wesentlich weniger rausbekommt und dann auch noch unnützeres Zeug. Schallplatten kann man abspielen, aber das brauche ich ja euch nicht erklären. So, Arschkeks. Okay, hier kommen auch keine neuen. So. Das ist natürlich super. Jetzt überlege ich mir gerade bloß, ob wir uns das dann auch gleich mal so... Achso, es ist ja noch dunkel draußen. Ich würde jetzt gerade sagen, ob wir uns das nicht gleich mal so gefügig machen. Das, was wir jetzt hier gerade so gesehen haben. Okay, halt Moment. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen das hier. Und zwar eine Spawn-Falle. Dass wir halt zum Beispiel diese Geschöpfe ganz einfach dahingehend drangsalieren und, ja, killen. Zusammenrotten und töten können. Ohne dass wir große Anstrengungen haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Würde sich anbieten. Ja, das überlege ich mir jetzt gerade, ob wir das nicht machen wollen. Das würde sich nämlich sehr, sehr anbieten, weil das ist halt ziemlich dicht an unserer Hauptader ist, also wo wir leben, wo wir jetzt unseren Lebensmittelpunkt aktuell drin haben. Ja, das ist natürlich so eine Sache.